Freut mich wieder, dass ich unter euch bin. Ihr wisst ja, ich war krank. Ich habe den Virus auch gehabt. Und das, was der Bruder gerade gesagt hat, stimmt. Was ist denn schöner, in Gemeinschaft zu beten, so dass man sich auch auf den Herrn konzentrieren kann? In der Zwiesprache mit dem Herrn. Und ich glaube, also ich kann es nicht von daheim, da bin ich zu viel abgelenkt. Und da kommen dann die Autobahnen, da kommen dann die Gedanken und hier und da und das. Und deshalb ist es für mich auch entspannter, hier zu beten unter den Geschwistern. Und auch zu lesen, natürlich. Und ich möchte aber was anders lesen. Bei meinen vielen Fahrten habe ich einen Sender, einen christlichen Sender gehabt, einen deutschen christlichen Sender. Und da ging es um die Frage des Mannas. Und das war ziemlich interessant. Ich glaube, das war wahrscheinlich was staatliches, katholisches oder irgendwas. Und es war sehr interessant, wie die Meinungen so sind. Und zwar war es da eine Diskussion im Radio. Und ich würde gerne das mal lesen. 2. Mose, Kapitel 16. 2. Mose, Kapitel 16. Und ich würde da ab Vers 2 lesen. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrten gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Die Gemeinde von Israel, die hat das Meer schon hinter sich gehabt und ist jetzt in die Wüste gewandert. Und die murrten. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um die ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Ah, sie murrten, weil sie Hunger hatten. Das Leibliche, also nicht das Geistliche, da war Mose da und die Ältesten, sondern das Leibliche. Sie hatten alles hinter sich gebracht, da kommt nachher noch eine Stelle, und haben kein Vertrauen mehr gehabt. Kein Vertrauen eigentlich zu Gott, eigentlich zu Mose und dadurch zu Gott. Die ganzen Jahrzehnte, die sie in Ägypten waren, die schienen und die ganzen Folter und Schläge, was sie aushalten mussten, die schienen alles vergessen zu sein. Auch die Wanderung durch das Meer, alles vergessen. Jetzt hatten sie Hunger und da murrten sie. Vers 4, da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Der Herr hat gesagt: Ihr verhungert nicht. Ihr müsst nur Vertrauen zu mir haben. Und ihr müsst das machen, was ich will. Und genauso will der Herr das von uns hier in der heutigen Zeit einfach nur das machen, was der Herr von uns verlangt. Und es ist so einfach eigentlich, darüber haben wir auch gesprochen mit dem Kollegen, es ist einfach ganz einfach, wenn man die berühmten vier Säulen macht, vor
allem in der Gemeinschaft das Lesen, das Gebet und das Abendmahl. Und aber alles in der Gemeinschaft macht. Und wenn man das macht und in die Knie geht, und so habe ich es ihm erklärt, dem Kollege, aber er hat es nicht verstanden. Es waren einfache Worte, aber er hat es nicht verstanden. Warum muss ich das machen? Warum muss ich in die Knie? Da kommt der Stolz des Menschen wieder raus. Ja, aber man kann ja auch im Stehen beten, so wie in den Kirchen. Das kannst du, liebe Seele, du kannst im Stehen beten. Der Herr, ich habe früher im Bett gebetet, im Liegen, vorm Einschlafen, eine Minute. So habe ich gebetet, bis ein Bruder zu mir sagte, und ich habe im Sommer nackt geschlafen, bis ein Bruder zu mir gesagt hat, erstens, mein lieber Bruder, zieh einen Schlafanzug an. Zweitens, bete, das ist ja keine Ehrhaftigkeit gegenüber dem Herrn, wenn ich da im Liegen einfach so ein Stoßgebet sage zum Herrn, Herr, übernimm die Nacht, übernimm den Tag, danke für alles, sondern, der Bruder hat recht, bete in Ehrhaftigkeit gegenüber dem Herrn, entweder betest du im Stehen oder im Knien. Das wollte ich dann wissen, wo steht denn das in der Bibel? Der Bruder hat mir da gezeigt, die Brüder haben es gezeigt, und da steht es. Es steht im Neuen sowie im Alten Testament auf den Knien beten. Und so will es der Herr. Der Herr möchte Gehorsam. Im Himmel gibt es Regeln. Und genau solche Regeln gibt es hier auf der Erde genauso. Im Geistlichen die Regeln. Er möchte den Gehorsam von jedem Einzelnen. Von jedem Einzelnen. Und wenn er das sieht, dann wirst du auch belohnt, wenn du von ihm was verlangst. Er wird immer bei dir sein. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Und so habe ich es dem Kollegen gesagt. Der Kollege hat es nicht verstanden, obwohl es ein Deutscher war. Da habe ich gesagt, ja, was verstehst du denn da nicht? Lest doch bitte die Bibel. Ja, dann gebe ich mich ganz dem Herrn hin, ganz. Ja, aber lieber Kollege, warum sollst du denn dem Herrn nicht hingeben? Der Herr ist doch das Alpha und das Omega. Er hat doch uns gemacht. Er hat uns gemacht wie sich selber. Also vom Ansehen her. Mit zwei Beinen, zwei Armen, mit zwei Augen, zwei Ohren. Also nicht mit sechs Augen und sechs Ohren und sieben Beinen, sondern so wie wir hier sind. So hat er uns gemacht, nach seinem Ebenbild. Ja, wo steht es? Hat der Kollege gesagt. Und so ging das ein bisschen weiter und ich hoffe, dass der Kollege zumindest ein bisschen in der Bibel liest. Vers 5, am sechsten Tag aber werden sie zubereitet, was sie eingebracht haben. Und es wird das Doppelte von dem sein, was sie täglich sammeln. Warum das Doppelte? Am sechsten Tag sammeln sie jeden Morgen, das kommt noch später, jeden Morgen, man sagt auch Engelsbrot, das Manna. Und am sechsten Tag wird das Doppelte sein, weil der siebte Tag der Sabbattag ist. Und deshalb das Doppelte. So wollte das der Herr machen. Da sprachen Mose und Aaron zu allen Kindern Israels: Am Abend sollt ihr erkennen, dass es der Herr war, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat. Nicht Mose, nicht Aaron, nicht die Ältesten von den 12 Stämmen, sondern der Herr war es. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, denn er hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Der Mensch ist von seiner, sagen wir mal, von seinem Charakter, von seiner Wesensart, der ist gleich, der murrt gleich. Gleich ist er, so bin ich auch leider noch ein bisschen in meinem alten
Gleich ist man unzufrieden, man murrt, man sagt, ja komm, mach mal schneller oder mach mal das. Und warum ist es so? Das will der Herr nicht. Sanftmut, Langmut, Barmherzigkeit, Liebe, Freude, das will der Herr. Die Früchte des Heiligen Geistes. Vers 8. Weiter sprach Mose: Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben. Am Abend. Das war nur einmal, damit die sehen, das war vom Herrn. Und am Morgen Brot in Fülle. Denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Da ist das Vertrauen auch nicht da gewesen vom Volk Israel. Die haben gesagt, wir verhungern jetzt. Was macht der Herr? Ist der Herr noch da? Warum ist er da? Warum macht er nichts? Da war das Vertrauen nicht da vom Volk. Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron: Sage der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, kommt herzu vor dem Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und es geschah, als Aaron zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel redete, da wandten sie sich zur Wüste und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in einer Wolke. Das war eine Feuerwolke. Tagsüber, nachts war es, glaube ich, eine Feuerwolke. Und der Herr, so dass das Volk sieht, der Herr ist immer mit uns. Sie mussten was sehen, weil sonst hätten sie es nicht geglaubt. Also der Glaube war teilweise nicht vorhanden. Und da kam auch das Murren. Wenn der Glaube bei einem nicht da ist, du kannst so und so viel überzeugen, aber der Glaube ist nicht dabei, wie bei meinem Freund in Bremerhaven. Wie ich es euch schon mal gesagt habe, wenn der Glaube nicht da ist, dann hast du es schwer. Also, weil der Herr den freien Willen uns gegeben hat. Und wenn der Mensch sagt, nee, ich glaube es nicht, weil ich es nicht fühlen kann, weil ich es nicht sehen kann, weil ich es nicht hören kann, weil ich es nicht riechen kann, ich glaube es nicht, dann kann das nur der Herr machen. Also dann wirst du als Mensch, als Bruder, es ziemlich schwer haben. Vers 11. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sag ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag das Tau um das Lager her. Und als das Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie Reif auf der Erde. Das war die Diskussion im Radio. Wie sah das Manna aus? Das kommt später jetzt gleich. Wie sah das Manna aus? Da haben die im Radio eine Stunde lang diskutiert, wie das Manna aussah. Also, die haben natürlich die Verse schon genommen von der Bibel, aber die diskutieren da eifrig. Und als es Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Dies ist das Brot, das der Herr zur Speise gegeben hat. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Ein Gomer je Kopf. Das ist eine Maßeinheit damals gewesen, Volumeneinheit. Nach der Zahl eurer Seelen. Jeder nehme für die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israels machten es so und sammelten, der eine viel, der andere wenig. Als man es aber mit dem Gomer maß,
Da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss. Und der, welcher wenig gesammelt hat, hatte keinen Mangel. Der Herr hat es so gemacht, dass jeder ausreichend gesättigt worden ist. Du wirst beim Herrn nie Mangel an Essen haben, also an Nahrung. Und Mose sprach zu ihnen: Niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht. Da kommt das Murren schon wieder vom Menschen. Das Widerspenstigte. Sie gehorchten Mose nicht, weil denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Der Herr hat gesagt, lasst das Manna nicht bis zum Morgen übrig. Sie wollten das nicht. Sie haben gesagt, nee, wir lassen es übrig. Aber sie gehorchten Mose nicht, denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Da wuchsen Würmer drin. Und es wurde stinkend und Mose wurde zornig über sie. So sammelten sie jeden Morgen jeder so viel er zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie doppelt so viel Brot, zwei Gomer, für jede Person. Da kamen alle Obersten der Gemeinde und berichteten es Mose. Und er sprach zu ihnen: Das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das mit dem Manna, das haben die gegessen, die konnten aber auch, da konnte man auch backen damit. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das lege beiseite, damit es bis morgen, am Sabbat, am sechsten Tag der Woche, aufbewahrt wird. Der sechste Tag war der Samstag. Und Volk Israel war Samstag, Anfang Freitagabend, der Sabbat. Der erste Tag der Woche ist der Sonntag. Da sprach Mose: Esst das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet es heute nicht auf dem Feld finden. So hat es der Herr gemacht. Er wusste, dass die widerspenstig waren, dass sie den eigenen Charakter haben, dass sie eigene Persönlichkeiten haben und dass sie schon wieder murren anfangen. Weil dieses Murren, denke ich mir, ist im Menschen drin. Der Herr hat uns so wie sein Ansicht gemacht, wie seine Ansicht gemacht, Antlitz, aber die Charaktereigenschaften und die individuelle Persönlichkeit hat er gelassen. Für jeden, jeder ist anders, sagen wir mal, geprägt. Und das ist ja auch die Kunst von einem Stein zu einem kleinen Diamanten zu kommen. Aber das kannst du nur über den Herrn, über den Glauben, sonst funktioniert es gar nicht. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am siebten Tag ist der Sabbat. Da wird keines zu finden sein. Es geschah aber am siebten Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen und schon wieder wollten sie wissen und haben den Herrn geprüft. Hinausgingen, um zu sammeln, und sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? Zu Mose sprach er das: Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tag für 2 Tage Brote. So soll nun jeder an seiner Stelle bleiben und niemand soll am siebten Tag, sechster Tag war Freitag, Sabbat war Samstag, der erste Tag der Woche war Sonntag. So soll niemand am siebten Tag seinen Platz verlassen, also Samstag.
So ruht das Volk am siebten Tag. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Manna. Und es war aber wie, und das war die Diskussion im Radio, Koriandersamen, weiß und hatte einen Geschmack wie Honigkuchen. Also es war rund, es war klein, es war sehr fein vom Reif. Weiß war es und es hatte einen Geschmack wie Honigkuchen. Das war die Diskussion eigentlich im Radio. Und Mose sprach, das ist es, was der Herr geboten hat. Einen Gomer, also diese Maßeinheit, davon sollt ihr aufbewahren für eure Nachkommen, damit sie das Brot sehen, mit dem ich euch in der Wüste gespeist habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausführte. Und Mose sprach zu Aaron, nimm einen Krug und fülle einen Gomer voll Manna hinein und stelle es vor dem Herrn zur Aufbewahrung für eure Nachkommen. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so stellte es Aaron dort vor dem Zeugnis zur Aufbewahrung. Dieser Krug ist in der Bundeslade, also mit den zwei Steintafeln, der Krug voller Manna und der Stock von Aaron, der gesprossen hat. Wer als Nachfolger von Mose, diese Prüfung als Nachfolger von Mose, wo der Herr gesagt hat, der Stock, dieser Stab, wo sprießt, das wird der Nachfolger sein. Und das war Aarons Stock. Und die Kinder Israels aßen das Manna 40 Jahre lang, bis sie zu dem Land kamen. Also dann haben sie sich, dann war der Gehorsam auf einmal da. Ich weiß nicht, ob ich persönlich 40 Jahre lang jeden Tag diesen Honigkuchen essen könnte. 40 Jahre lang, 365 Tage im Jahr, jeden Tag. Das ist schon eine Prüfung, das muss ich sagen. Immer denselben Geschmack, immer die Süße, immer diesen Honigkuchen. Wahrscheinlich haben die das gekocht, so wie es geschrieben steht, gekocht oder gebacken und in irgendeiner anderen Form. Aber der Geschmack ist trotzdem da. Das ist eine Prüfung, was der Herr auferlegt hat. Auch die Wanderung durch die Wüste. Bis sie in das Land kamen, in dem sie wohnen sollten, bis sie an die Grenze Kanaans kamen. Ihr wisst ja, der Herr hat gesagt, Mose, du darfst da reinschauen, aber du darfst nicht reingehen. Aßen sie das Manna, ein Gomer aber ist der zehnte Teil eines Epha. Da möchte ich nochmal, das braucht ihr nicht, Psalm, in Psalm 78, Vers 23 steht es auch nochmal drin. Und doch hatte er den Wolken, droben, der Herr jetzt, droben geboten und die Türen des Himmels geöffnet und hatte Manna auf sie regnen lassen zum Essen und ihnen Himmelskorn gegeben. Der Mensch aß das Brot der Starken. Starken ist so bei mir übersetzt, wahrscheinlich ist es falsch. Engelsbrot sagt man auch dazu. Es sandte ihnen Speise, bis sie satt waren. Er ließ den Ostwind am Himmel hinauffahren und führte da durch seine Kraft den Südwind herbei. Das, also selbst in den Psalmen ist es auch so. Und ich würde gern jetzt nochmal Johannes 6 im Neuen Testament, weil viele sagen, ja, es steht im Alten Testament. Aber was ist mit dem Neuen Testament? Steht es da auch drin mit dem Manna, mit dem Volk, mit allem? Natürlich steht es im Neuen Testament drin. Johannes 6. Ich würde ab Vers 32 lesen. Entschuldigung, ab Vers 27 würde ich lesen. Johannes 6, ab Vers 27. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise,
die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch gegeben wird. Jesus Christus. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. An Jesus Christus. Das habe ich den Kollegen auch gesagt. Glaub an Jesus Christus. Wenn du betest, betest du über Jesus Christus im Geiste und in Wahrheit zum Herrn. Und dann wird es klappen. Der Herr wird für dich da sein. Er wird dich führen, er wird dich beschützen und du wirst sein Kind werden. Auf jeden Fall. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben, was wirkst du? Und dann kommt gleich die Rechtfertigung. Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Die Rechtfertigung war, ja, damals, da war ja noch was da. Da war die Feuersäule, die Wolkensäule, das Manna. Ja, okay, es gibt einen Gott. Der hat uns 40 Jahre lang durch die Wüste, der hat uns aus Ägypten durch das Meer, durch die Wüste gebracht, zum heiß ersehnten Land Kanaan. Da war da was. Da ist die Feuersäule und die Wolkensäule. Aber jetzt sehe ich gar nichts. Und die Jünger sagen, da sprach Jesus zu ihnen, Vers 32, wahrlich, wahrlich, sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Wer war das? Jesus Christus. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Jesus Christus. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Damals in der Wüste hatten sie was gesehen mit dem Manna, mit Mose hat den Herrn gesehen auf dem Berg, ist klar. Aber dieses Volk hatte trotzdem auch das Manna, die Rauchsäule, die Feuersäule gesehen. Aber die Jünger jetzt in dieser Zeit vom Neuen Testament, die haben nur Jesus gesehen. Die haben aber Jesus gesehen mit seinen Wundern, wie er seine Wunder, wie er gewirkt hat, wie er die Wunder gemacht hat, wie er die Heilungen gemacht hat oder die Auferstehung. Das haben sie gesehen und trotzdem haben sie nicht geglaubt. Und da kommt wieder das Innere des Menschen heraus, das Mürrische, das Widerspenstige, der Charakter des Menschen. Das müssen wir alles zurückschrauben, dass wir zu einem Diamanten werden. Und dieses Zurückschrauben schaffst du nicht alleine, liebe Seele. Dieses Zurückschrauben, das schaffst du nur in der Gemeinschaft. Weil die Kraft, alleine an Jesus Christus zu glauben, die hast du. Aber dann weiter zu wachsen, vom Stein zu einem Diamanten zu wachsen, das schaffst du nicht alleine. Vers 36. Und ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Amen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Wille tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Gott, Vater,
Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wann ist der letzte Tag? Die Auferweckung. Für uns Gläubige ist die Entrückung. Und wir werden Zeugen sein am jüngsten Gericht. Da murrten sie schon wieder, die Juden. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hat, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Im Alten Testament war es Manna. Im Neuen Testament war es Jesus Christus. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josef, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Also das Murren zieht sich durch vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Das heißt, was wir für Charaktereigenschaften, was für schlechte Charaktereigenschaften wir haben. Und ich bin Gott froh, dass ich den Herrn erkannt habe, und ich wünsche mir, dass meine Freunde auch den Herrn erkennen, meine Familie den Herrn erkennen, andere den Herrn erkennen, die verzweifelt sind. Es ist ganz einfach. Lest in der Bibel, fangt mit dem Johannesevangelium an im Neuen Testament. Das ist das Evangelium der Liebe. Und so sage ich es immer. Die gucken mich an wie ein Auto. Der Herr weiß es, ob diese Seelen zu ihm kommen oder nicht. Man kann es nur darauf hinweisen und liebe Geschwister, das ist auch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass der Herr lebendig ist, dass Jesus Christus lebendig ist, dass der Herr bei uns ist, mittendrin, immer darauf hinzuweisen. Und es ist auch wichtig für die Kinder, wenn ich das Kind jetzt gerade gesehen habe, dass die Kinder von klein an mit dem Herrn sich auseinandersetzen und von klein an mit den Eltern sind und es ist natürlich auch wieder in der Gemeinschaft zu schaffen, das Ganze. Und wie gesagt, wenn du die Gemeinschaft nicht hast, meine Frau und ich haben eine ehemalige Seele gesehen vor 2 Wochen, und es war eine Freude, sie hat sich verändert, ich habe sie die 8 Jahre nicht gesehen, und es ist auch ein Kampf, ich will jetzt auch nichts Schlechtes sagen darüber, es ist ein Kampf und ein Wachstum, es ist auch ein geistliches Wachstum. Man sieht natürlich jemanden an, ob er geistig weitergewachsen ist, auch wenn er jetzt in einer anderen Gemeinde ist oder ob er daheim ist. Es ist wichtig, die Gemeinschaft, die Gemeinde, das Gebet, das Lesen, das Abendmahl jeden Sonntag, so wie es drinsteht, am ersten Tag der Woche. Die Israeliten haben den Sabbat gemacht am siebten Tag. Sie haben das Manna genommen, doppelt am sechsten Tag. Und damals, wie gesagt, haben sie es gesehen.
In Jesus Zeiten haben sie auch die Wunder gesehen und trotzdem nicht geglaubt. Und so ist es auch in der heutigen Zeit, wenn ich die Freunde von mir sehe, sie lesen es, glauben nicht dran. Und ich wünsche uns, dass wir weiterhin den Weg gehen und auch weiterhin geistlich nach vorne gehen. Amen.